Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir stehen heute auf der Karte Alheim-Laurenzbach und wir fahren die Linie 28 vom Osterfelder Markt zum Hauptbahnhof und das machen wir mit dem heute erschienenen Doppelgelenkbus AGG 300. Ja, Alheim-Laurenzbach war so eigentlich überhaupt gar nicht geplant. Ich hatte vor, Aachen zu fahren. Allerdings hat das vorne und hinten nicht funktioniert. Das hat mit der Performance nicht hingehauen. Das hat geruckelt wie Sau. Der Bus ist nur am Rumhüpfen gewesen. Also nicht mal am Rumhüpfen wegen der Performance, sondern weil er wohl irgendwelche Problemchen mit den Straßenmarkierungen dort hatte. Deshalb jetzt doch hier auf Alheim-Laurenzbach. Aber ich denke mal, da es ja dem Vorstellungszweck. Nee, da es den Bus vorstellen soll und nicht die Karte, ist das auch mal in Ordnung. So. Passt jetzt zwar hier nicht genauso, also nicht ganz so gut drauf, wie auf Aachenlinie 73. Aber ich denke mal, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir es halt so machen. So, aber nun zum Bus selber. Ja, wir haben die größte Besonderheit, die zumindest mir als erstes auffällt, ist natürlich, wir haben 25 Meter. Zwei Gelenke, dementsprechend ist das Teil nicht ganz so leicht zu steuern. Dazu kommt, dass wir den Motor nicht ganz hinten haben, so wie bei ja, normalen Gelenkbussen das eigentlich üblich ist. Ja, schwer auf Satzbau. Sondern wir haben den Motor hier drin. Irgendwo so da drunter. Weshalb man den auch ganz vorne ziemlich gut hört. So, das ist jetzt. Warte mal, das ist. Hä? Ach so, es gibt nur die Beleuchtung. Ja, gut. So. So. Jetzt wurde ich kurz unterbrochen. So, was ist jetzt los? Ach so, Bremse drin. Okay. Aber jetzt kann es hoffentlich ohne Probleme losgehen. Ja, ist jetzt ein bisschen überdimensioniert für die Linie, das weiß ich selber. Allerdings, Huch, das war schon der Bordstein. Ah, ich muss mich da erst noch dran gewöhnen. Allerdings, wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Und jetzt hier noch irgendwie die 23 zu fahren, das wäre nicht sehr sinnvoll, weil das Video soll in der Möglichkeit noch heute kommen. So, geh mal zu da. So, dann da kommt hoffentlich nichts, das sehe ich irgendwie nicht so genau. Ah, also die Kurve hier wird ja schon mal interessant. Okay, das wird nichts, weil der Bus irgendwie nicht so stark einschlägt, wie ich mir das erhofft hatte. Moment. Was ist das überhaupt für ein Quietschen? Jetzt sag mir nicht, das soll das Gelenk quietschen sein. Das Gelenk ist doch nicht aus Stahl. Wie kommt denn das Geräusch? So, Kollege, ich hab Vorfahrt. Ich hab Vorfahrt immer noch und du nimmst mir sie und gibst da noch nicht mal Gas. Hatte ich Vorfahrt? Ich hatte Vorfahrt. Oh, doof, kommt da nicht vorbei, ne? Ist mein Bus zu lang. Schade. Nein, ich möchte den nirgendwo anders platzieren. So, ich möchte eigentlich nur ein Bild machen, damit ich was für Thumbnail habe. So. Und ich hoffe, das klappt jetzt endlich. Ich würde jetzt echt ganz gerne mal eine Aufnahme beenden können und auch hochladen. Ich glaube, ich habe jetzt fünfmal Aachen versucht. Hat zum Glück nur knapp über eine Stunde Zeit in Anspruch genommen. Was natürlich super ist, wenn das so schnell wie möglich online kommen soll. Ja, jetzt hatte ich keine Lust mehr. Aber hier ist auch ganz schön, denke ich mal. So, steht denn da jemand?
Da steht niemand. Das ist sehr schön. Kommen wir durch. Ja, zum Bus selber. Der wackelt im Stand ein bisschen dezent hin und her. Keine Ahnung, woher etwas kommt. Und die Bremsen sind manchmal auch ziemlich ruppig, beziehungsweise funktionieren nur sehr schlecht. Das ist ein bisschen schade. Aber na gut. Das ist, denke ich mal, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke mal, dass es nicht ganz so leicht ist, das irgendwie mit dem Doppelgelenkbus richtig gut hinzubekommen. So zum Sound muss ich sagen. Kenne ich nicht aus der Realität. Kann aber ja mal jemand in die Kommentare schreiben, der das weiß, ob das mit dem Sound so passt. Ein bisschen weiter ausholen. Ja, nee, komm, ey, ganz im Ernst, da wäre jeder Mensch nur drüber gefahren. So wie Sie fahren, ah ja, habe ich mitgenommen. Die Tür auf. Ich will hier raus. Schade. Hoppala. Tut mir aber leid. Vollpfosten, ey. So, einmal hier ran. Ja. Genau. Ganz vor. Damit das auch irgendwie ansatzweise passt vielleicht. Ja, geht so. Kann man lassen. So, okay. Jetzt lasse ich meinen Sound gerade ein bisschen hören. Robertstraße. Genau, das wäre so der Sound. Kann ich wie gesagt nicht beurteilen. Oh ja, ich habe einen absolut schlechten Fahrstil. Ich fahre 60 auf einer Geraden. Schlimm. Ach komm, was ist denn das? Ich war doch auf meiner Spur. Was macht denn der Fuzzi da? Ach komm, ey, scheiß drauf heute. Jetzt ist es mir wirklich egal, so langsam. So. Es klappt dann hoffentlich bei der nächsten Aufnahme mit dem Teil besser. Aber gerade möchte ich einfach nur noch ankommen. Naja. Egal, so oder so, lässt sich der Bus ja wenigstens vorstellen, ob mit Unfällen oder nicht. Wow. Ist aber echt eng hier. So mit 25 Metern. Das ist halt eben auch das Coole. Man hat tatsächlich mal eine neue Herausforderung. Weil mit Gelenkbus, ja, das ist halt... Den kriegst du eigentlich fast überall irgendwie durchgeklemmt. Aber die Kiste... Also den Gelenkbus sogar meistens relativ leicht noch. Aber mit dem Karren ist das nicht ganz so leicht. Und das macht das auch so ein bisschen aus. So, jetzt habe ich den nicht gehört. Das hat gepasst, jawohl. Ach, 2,60 kostet er. Ja, komm, ist gut. Jetzt sag nicht... Boah, nee, er hat gerade die Spur gewechselt. Da hatte ich Glück. Ich muss echt ein bisschen mehr in den Spiegel gucken, habe ich das Gefühl. Aber das ist halt... Ah, Mann. Alheim, Universität. Das sind halt nochmal 7 Meter mehr als normal. Und da denke ich irgendwie nicht so dran, gerade. Also ich werde den nachher privat auch noch fahren. Das klappt dann hoffentlich bei der nächsten Aufnahme ein bisschen besser mit dem Gefährt. So, diesmal hole ich weiter aus. Okay, so viel dazu. Ja, hat aber gepasst. Boah, ist das Teil bestialisch lang, ey. Kommst du ja kaum rum. So, wohin? Wohin? Dahin. Nee. Gar nicht dahin. Ist mir egal, ich fahr jetzt dahin. Ich fahr mit dem Teil bestimmt nicht rückwärts mitten in der Kurve.
Hallo. Ach Mann, ist echt ein bisschen blöd heute alles. Verplant. Ich meine, gut, ich könnte jetzt auf der Kreuzung wenden und nochmal eine Runde. Wobei, auf der Kreuzung wenden mit der Kiste hier? Nö, ich riskiere es nicht. Boah, ist das schlimm, ey. Okay. Was waren da jetzt gerade mit den Sichten los? Siedlungsweg. Aber ja, genau. Er fällt mir auf jeden Fall ja recht gut. Also, das ist übrigens jetzt eine Vollbremsung. Also, ja, geht so. Guten Tag auch. Oh cool, jetzt fangen sie da draußen wieder an, im Garten zu buddeln. Das ist super. Das ist gerade Mist. gar nicht laut. Und mit viel Bass, so dass mir das Trommelfell zerfetzt. Nö, das tut mir so. Zählt noch. Ich muss hier rein, ne? Okay. Könnte ein bisschen kompliziert werden. Ah, geht aber. Wenn man der Länge des Busses entsprechend ausholt, dann passt das schon. Die zweite Tür hat sich jetzt irgendwie Zeit gelassen mit dem Aufgehen. Musste ich nur dreimal drücken. So, ach, wir sind ja gleich da. Okay, na gut. Jeremiasstraße. Ja, 12 Minuten dauert die Linie gerade mal. Ist jetzt aber auch ganz gut so, weil sonst werde ich heute gar nicht mehr fertig. So, kommt denn da jemand angefahren? Man sieht nichts, weil ist toll. Hoppala. Ja, da geht er. Also spätestens der dritte Spätestens der zweite Nahläufer, der geht über den Bordstein. Bernauer Platz. Genau. Warum bin ich überhaupt so viel zu früh? Ich fahre jetzt echt nicht schnell. So, einmal hier ran. Möchte mal wieder kein Mensch mit. Warum? Ist wieder Omsi-Logik. Ich stehe schon seit einer halben Stunde, aber ich werde trotzdem noch auf den Bordstein hochgebeamt oder so. Das ist super. Boah, das ist ein riesen Bus einfach. 25 Meter ist schon richtig übel. Also hier ist ganz hinten, da ist das sieht nach sehr viel Bus aus. Definitiv. Ja genau, jetzt hört man es eben auch nochmal ganz gut, dass der Motor hier vorne ist und nicht da ganz hinten, weil hier hört man fast nichts von dem Ding. Hoppala. Passiert. Hauptbahnhof. Fahrt endet dort. Genau, und ich bin froh, diesen Satz zu hören, weil ich froh bin, endlich eine Aufnahme zu haben, die man so auch hochladen kann. Danke dafür. Wobei, jetzt habe ich es gesagt, schmiert das Spiel bestimmt noch ab. So, einfach nur noch ankommen gerade. Ein Minütchen zu früh sind wir sogar noch. Das ist toll. So, jetzt kommt gleich wieder der Punkt, an dem man so ruppig bremst. Genau.
weiß echt nicht, woher das kommt. So, da hätte ich jetzt weiter ausholen müssen. Boah, Nightmap, Hilfe, Frameinbruch. Ja, gut jetzt, genau. Das zieht jetzt ein bisschen an der Framerate. Boah, nicht den Lion City da mitnehmen, wobei ein Verlust wäre es auch nicht. So, ja, genau. Und bevor er jetzt so weit anfängt zu hüpfen, dass wieder mal gar nichts mehr geht, beende ich den ganzen Käse hier lieber mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ich euch so einen kleinen, dass ihr euch mit dem Video so einen kleinen Einblick vom Bus verschaffen konntet. Ja, genau. Bis zur nächsten OMSI-Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.